Leute, ich klaue Content. Nein, doch. Genau, heute geht es um die Thematik Klauen, bedeutet also Content klauen allgemein, sich inspirieren lassen von anderen Leuten, denn oft liest man in den Kommentaren, gerade von euch, Sachen wie, ja, der hat von denen geklaut, der hat von denen geklaut und das Ganze wollte ich einfach mal in einen kleinen Real Talk aufarbeiten, aber heute nicht als One-Taker, sondern doch geschnitten. Ich wollte mal was anderes ausprobieren, ihr könnt am Ende ja sagen, was euch besser gefallen hat, der One-Take oder eben geschnitten. Geschnitten. Fangen wir mit dem ersten Punkt an. Ich mache ja ab und an ein paar Shorts und da habe ich auch unter anderem eben zu der Banlist erklärt, warum gewisse Karten verboten sind. Um genau zu sein, eben Linkoribo, Baron de Fleur und natürlich Savage Drake. Gerade bei Linkoribo wissen bis heute gefühlt Leute nicht, warum diese Karte verboten wurde. Auf jeden Fall habe ich da bereits einen Short zugemacht und dann kam eben folgender Kommentar. Ja, also das ist ja geklaut, das hat CK Phoenix schon vor dir gemacht. Ja, hat er. Guck! Dann hast du geklaut. Wie erklärst du dann, dass das Ganze auf Chunks Playground früher stattgefunden hat? So ganze 5 Monate? Ja, dann hat halt CK Phoenix geklaut. Oh, stimmt. Und wie kommt es, dass Yu-Gi-Oh! Insider das Ganze schon 2018 gemacht hat? Ja, dann hat halt Chunks Playground von Yu-Gi-Oh! Insider geklaut. Oh, stimmt. Und wie kann es sein, dass Duel Log schon 2013 Videos gemacht hat, warum Karten verboten sind? Ja, also dann hat ja der... Okay, ich glaube, wir haben das Ganze verstanden. Und ja, safe gibt es noch Kanäle, die es noch früher gemacht haben. Aber ich bin ehrlich, ich hatte keinen Bock, noch weiter in die Vergangenheit zu gehen, um das zu recherchieren. Ich glaube, der Punkt ist klar geworden. Das Ganze gibt es schon sehr, sehr, sehr lange. Halt eben eine kleine Unterbrechung für meinen Werbepartner und zwar BA Yu-Gi-Oh! Shop. Ja, Leute, das ist mein Sponsor. Schaut dort mal vorbei, wenn ihr eben Karten kaufen möchtet. Denn erstens, ihr bekommt dann Karten und zweitens, ihr unterstützt mich damit. Das wäre auf jeden Fall sehr schön. Und das Besondere bei ihm ist eben, dass ihr eben versandkostenfrei bekommt, wenn ihr eben für 20 Euro einkauft. Also lohnt sich auf jeden Fall allein deshalb. Aber es lohnt sich auch allgemein öfter ihn zu kaufen, denn es gibt ein Rabattsystem. Je öfter ihr der kauft, desto mehr Rabatt bekommt ihr. Und falls ihr euch sagt, ja, okay, Yugi, ganz ehrlich, muss nicht sein. Hey, kein Problem, wir haben da ganz viel. Wir haben Star Wars, easy. Wir haben Digimon, wir haben Pokémon. Oh, schon hier durcheinander hier. Wir haben Dragon Ball, wir haben Flash of Blood, wir haben Disney Locana, wir haben Magic, selbstverständlich. Wir haben natürlich One Piece und wir haben natürlich auch nochmal Dragon Ball. Ihr seht, ganz viele Kartenspiele. Ich glaube, da ist für jeden etwas dabei. Also, check mal meinen Sponsor ab. Ist auch verlinkt und als Kommentar angepinnt. Würde mich sehr unterstützen. Wenn ihr Karten braucht, holt sie einfach dort. Würde mir, wie gesagt, sehr helfen. Und jetzt weiter mit dem Video. Doch wer hat jetzt von wem geklaut? Naja, ich würde sagen, hier ist es eher so ein Fall. Naja, es ist halt ein Content, der ziemlich logisch ist. Denn natürlich gibt es eine Verbotsliste. Da sind Karten drauf. Und natürlich denkt man sich, warum ist die Karte da drauf? Und natürlich machen wir da einfach ein Video zu. Das ist keine Sache, die jetzt irgendwie krass kommt. Kompliziert ist, die man sich hart ausdenken muss. Ich meine, das ist einfach der offensichtlichste Content und davon klauen zu sprechen ist ziemlich schwer und ich glaube auch nicht, dass irgendeiner, der über verbotene Karten redet, sagt, hey, warte mal, ich google jetzt mal, was kommt gut an Content an? Ja, hier eine Stunde Recherche. Ja, jetzt mache ich eben Karten und erkläre sie, warum eben keine verwurzelt sind. Nein, natürlich nicht. So ist das Ganze nicht. Man denkt sich einfach, ey, was für ein Content mache ich? Ey, da ist gerade eine neue Banlist. Ich erkläre dir einfach mal. Fertig. Da ist, glaube ich, kein großes Hexenwerk dahinter. Ich verstehe ja, wo der Gedanke herkommt, dass man eben gerne herausfinden möchte oder sogar entdeckt hat, dass Person X oder Y geklaut hat. Doch oft betrachtet man dabei eben leider nur seinen eigenen Kosmos. Eben wie zum Beispiel, dass man sagt, ey, ich gucke zum Beispiel CK Phoenix und dann sieht man das, dann sieht man es woanders und dann muss es ja geklaut sein. Nein, der Kosmos ist natürlich viel größer und oft erkennt man die Zusammenhänge nicht oder eben vielleicht sogar, dass es diesen Content schon ewig gibt. Außerdem darf man natürlich nicht vergessen, dass es auch Doppelschöpfungen gibt. Doppelschöpfungen sind, zwei Personen haben die gleiche Idee und veröffentlichen sie quasi zeitgleich. Das geht es natürlich immer und dadurch kann es sein, dass jemand einen identischen Content hat, obwohl es eben nicht geklaut ist, einfach weil eben beide die Idee hatten. Und das meinte ich auch eben vor mit dem Beispiel, dass man eben nicht googelt, was krass angekommen ist, sondern dass man eben sagt, ey, ganz ehrlich, ich mach dann Video zu, fertig. Diese Idee hatten halt mehrere, also eine Doppelschöpfung, beziehungsweise am Ende ist das dann ja eine Quartel, weiß ich was, Schöpfung, weil viele eben diese Idee haben und ich meine, das ist eben nichts, was mit Klauen zu tun hat. Ich glaube, der Punkt ist klar und kommen wir zum nächsten Thema. Am 7.12.2021 kam ein Video online, um genau zu sein, Draw Stand by Main, der Podcast von Niska und DTV. Und seitdem gibt es sehr, sehr viele Podcasts. Ja, sehr viele. Gefühlt gibt es mehr Podcasts als aktive YouTuber. Aber auch 2022 kam der Podcast mit CK Phoenix, Julio und meiner Wenigkeit. Aha. Dann hast du die Idee ja von Nico und Dennis geklaut und die anderen auch. Stimmt, hab ich.
Und wie erklären wir uns dann, dass ich 2019 zusammen mit Car-Journalist und Matzab einen Podcast hatte, und zwar Mainface 3? Ja gut, dann hast du nicht geklaut. Aber Dennis und Nico haben ja dann von dir geklaut. Stimmt, vor uns gab es ja noch nie Podcasts. Ja. Leute, worüber reden wir hier eigentlich? Wir reden hier über Podcast, ein One-Take. Also reden, One-Take, hochladen. Das gab es quasi schon vorher, bevor es überhaupt das Wort Podcast gab. Und natürlich gab es das Ganze schon weit, weit, weit vorher in anderen Bereichen als in YouTubing. In YouTubing kam das natürlich etwas später, aber vorher gab es das Ganze natürlich auch. Und natürlich vor allen Dingen, ja, 100% gab es das vorher auch im Ami-Bereich. Und ja, Leute, ich hatte keinen Bock zu recherchieren, aber ihr wisst, was ich meine. Es gab schon wirklich deutlich mal öfter vorher, bevor es überhaupt im deutschsprachigen Raum im Yu-Gi-Oh!-Bereich es gab. Außerdem ist es doch wirklich komplett egal, wie viele Podcasts es gibt. Ja, es ist natürlich ein kleines Meme, was man sagt, dass es sehr viele Podcasts gibt, aber der Podcast selber lebt natürlich von den Erfahrungen und von den Leuten selber. Bedeutet also, jeder Podcast ist einzigartig, weil die Harmonie einfach unterschiedlich ist, die Leute unterschiedliches erlebt haben und die Charaktere natürlich unterschiedlich sind. Bedeutet also, jeder Podcast ist einzigartig, das heißt einfach mehr Content für alle, was doch sehr gut ist. Und wenn es dir nicht gefällt, ganz ehrlich, dann guck halt den oder hör den Podcast eben nicht, sondern eben einen anderen. Ist auch okay. Je mehr Auswahl da ist, desto mehr ist eben für jeden etwas dabei. By the way, an dieser Stelle natürlich, schau bei unserem Podcast auf Spotify oder unseren YouTube-Kanal Time Out vorbei. Ist natürlich auch verlinkt, eben wie gesagt, mein aktueller Podcast mit Julio, mit CK Phoenix und meiner Wenigkeit. Schaut vorbei, würde mich freuen. Ja, also ich habe letztens ein altes Video von dir gesehen und da hast du ja so eine Seal-Only-Challenge gemacht. Das hat jemand schon mal vor dir gemacht. Das hast du geklaut. Ja, das stimmt. Also hast du geklaut. Ja, die erste bekannte Sealed-Only-Challenge hat Nimnim gemacht, und zwar 2019. Er ist quasi der Urvater dieser Challenge im Yu-Gi-Oh!-Bereich. Hat es davor schon mal jemand gemacht? Ja klar, ich meine einfach Packs aufmachen, damit Duelle machen, gibt es schon ewig. Aber stimmt natürlich, dass er es eben im Yu-Gi-Oh!-Bereich erfolgreich gemacht hat und eben auch es so groß geworden ist. Das muss man ihn lassen. Doch was ziehen wir jetzt aus der ganzen Sache? Ja, okay, Nimnim, sagen wir mal, hat das jetzt erfunden. Und jetzt darf jetzt niemand mehr diese Challenge machen? Nein, natürlich nicht. Dieses Format lebt einfach von dem Zufall. Bedeutet also, man weiß nicht, wie es ausgeht, man weiß nicht, was man zieht und man weiß auch nicht, was für ein Deck man am Ende haben wird. Bedeutet also, wir haben hier sehr viele zufällige Faktoren und am Ende wird dadurch auch durch jede Season eben, also beziehungsweise jede Challenge, ein besonderes Format beziehungsweise eine besondere Formatreihe. Zusätzlich lebt das Format natürlich auch von den Leuten, die teilnehmen. Denn es kann sein, dass das zwei Leute gegeneinander machen. Es gibt Leute, die das machen auf ihre Locals oder ähnliches. Das heißt, diese Challenge gibt es in sehr vielen abgewandelten Version und natürlich kann man das Ganze machen, denn es ist eben keine Kopie oder ähnliches. Klar, die Idee wurde vielleicht übernommen, aber man kopiert hier nichts. Man macht aktiv die Challenge, man probiert sich aus und alles ist anders eigentlich bei den anderen, nur die Grundidee ist da. Man kann hier also sagen, hier hat man sich ganz klar inspirieren lassen, jedoch von Clown zu sprechen, ist ein bisschen weit gegriffen. Ja, wir haben jetzt ja schon viele Beispiele gesehen. Jetzt gucken wir uns natürlich noch den Extremfall an. Ja, also ich habe letztens ein Opening von dir gesehen und das hast du hier ganz klar geklaut. Okay, das Fass machen wir jetzt nicht aus. Ich habe gar keinen Bock, jetzt 13 Jahre in die Vergangenheit zu gehen, um zu gucken, wer eben alles oder beziehungsweise der Erste war, der ein Opening gemacht hat. Ich glaube, wir wissen alle, das Ganze ist sehr lange her und ja, es haben schon sehr viele Leute gemacht. Also eben Openings. Aber Leute, worüber reden wir hier wieder? Ich meine, da holt sich jemand Packs, öffnet die, filmt das Ganze, lädt das hoch. Boah, krasse Idee, da sollte mal jemand ein Patent drauf anmelden. Also merken wir, der Vorwurf des Clowns ist, sagen wir es wie es ist, oft lächerlich. Dennoch will ich hier nochmal ein bisschen einhaken und das Ganze nicht so runterspielen. Das klingt ja so, als würde es Diebstahl von Content gar nicht geben würde und als würde es niemand machen. Natürlich gibt es Leute, die Content klauen und aus meiner Sicht ist das nicht ganz so cool. Und zwar, wir reden von Leuten, die 1:1 Thumbnails kopieren, 1:1 Titel kopieren oder sogar 1:1 Inhalte kopieren. Und wir reden davon nicht von der Idee, sondern wirklich von 1:1 Inhalten. Es gab in der Vergangenheit schon YouTuber, die bereits wirklich Gags, also einen Witz, 1:1 übernommen haben, vielleicht sogar nicht ein, sogar ganze Passagen des Videos 1:1 genauso vorgetragen haben wie eine andere Person. Und ja, Leute, das ist offensichtlich Clown. Aber wenn eben eine Idee genommen wird, daraus etwas Eigenes gemacht werden, durch Charaktere, durch Umänderung der Regelung oder ähnliches, schafft man eben etwas ganz Neues und da würde ich eben nicht von Clown sprechen, sondern eben eher von inspirieren. Und ja, somit kommt die Idee selber natürlich nicht von einem selber, aber das Wort Clown ist dort eben viel zu hart und das, finde ich, ist auch die Quick Essence aus diesem Video.
Man sollte eben nicht zu schnell dieses Wort benutzen, ha, du hast aber geklaut, sondern eher eben überlegen, stimmt das eigentlich, und vielleicht ein bisschen mehr recherchieren, als einfach direkt Kommentare zu schreiben. Wie gesagt, oft ist der Kosmos kleiner und man hat eben nicht alle Informationen. Man sollte, wenn man sagt, du hast geklaut, vielleicht auch dann argumentieren, und wenn man da zum Beispiel dann schreibt, ja, das hast du von Person X, und dann schreibt man, ja, Person Y hat es auch schon gemacht, dann ist man schon entkräftet, dann merken wir, es ist ein Ding, was mehrere machen, und da sind wir dann eben, wie gesagt, nicht beim Klauen, sondern wenn höchstens beim Inspirieren, und das ist aus meiner Sicht vollkommen okay. Und außerdem gibt es natürlich immer noch die Möglichkeit der Doppelschöpfung. Das heißt, selbst wenn jemand etwas sehr Ähnliches hochlädt wie jemand anderes, kann es sein, dass es hierbei um eine Doppelschöpfung sich handelt. Denn natürlich ist es so, dass man nicht alle Videos in YouTube kennen kann, wie auch viel zu viele. Das bedeutet also, dass irgendein kleiner YouTuber oder allgemein YouTuber bereits so eine Challenge oder so ein Video gemacht haben kann, aber du selber gar nicht wusstest, dass so etwas gibt. Dadurch entsteht ja eben diese Doppelschöpfung, und das gibt es auch und sollte man wirklich einfach beachten. Natürlich fällt es dann sehr auf, wenn ein Kanal immer Doppelschöpfung hat. Das ist mir bewusst, da kann man ein bisschen kritischer werden, aber meist ist es dann eher bei Einfall, und Leute, hört auf, einfach immer sofort zu schreiben, das ist geklaut. Und sind wir mal ehrlich, wie oft kommt es eigentlich wirklich vor, dass geklaut wird? Das kommt wirklich nur sehr, 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 habe ich schon, sehr selten vor. Und wenn dann vielleicht mal geklaut werden sollte, dann ist es eher so, dass eben aus einer anderen Sprache geklaut wird. Bedeutet also zum Beispiel, Deutsche gucken sich das bei den Amis ab oder Ähnliches. Und ja, das kommt auch ab und zu mal vor, aber auch nicht so häufig. Ich meine, es gibt so viele Videos, und ja, ganz vereinzelt gibt es auch mal Leute, die eben wirklich klauen. Da sollte man auch mal genauer dann hingucken und dann auch wirklich das Ganze aufklären und aufmerksam machen. Denn ja, klauen geht auf jeden Fall nicht fit. Ja, nachdem wir das Ganze jetzt hier uns angeguckt haben, muss ich zugeben, ich finde den Vorwurf des Clowns immer sehr amüsant und auch vor allen Dingen sehr absurd, weil ihr habt gesehen, es ist irgendwie ein bisschen lächerlich. Und selbst wenn, falls jemand wirklich so dreist ist und aktiv 1:1 von Sachen Content klaut, dann wird das irgendwann sowieso rauskommen. Und falls dein Content nur daraus bestehen sollte, indem du andere kopierst oder so Content klaust, wirst du auf Long Distance eh auf die Nase fliegen, denn die Besonderheit bei YouTube ist ja, dass man sich immer weiterentwickeln muss. Denn ja, einmal Hype bekommen ist einfach, den zu halten ist extrem schwer, und das ist eben die Kunst. Und das wirst du auf keinen Fall haben, indem du einfach immer weiter Content kopierst, 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 kopierst. Also ich rate eh davon ab, das zu tun, falls du Creator bist. Ja, und das war auch schon die Meinung zu dem ganzen Thema. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen, vor allen Dingen der neue Stil. Ihr könnt ja mal sagen, was euch besser gefällt. Ebenso ein Video wie dieses hier in geschnittener Form oder lieber ein One-Taker mit Stichpunkten, wo ich dann einfach mal ein bisschen ruhiger rede und dann eben das Ganze nach und nach arbeite. Wie gesagt, schreibt mal in die Kommentare, was euch besser gefällt. Und mir bleibt jetzt natürlich nichts anderes übrig, als euch zu sagen, ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag und wie immer, viel Spaß beim Duellieren.